geben, sehr viel mehr als wir. Ja, und das ist gut so, denn dann wird wenigstens in Europa in einem Lande viel getan, ja, wenn auch nicht in Deutschland, das würde man sich auch wünschen. Aber wir werden auch dabei sein in 2003, zum Beispiel mit einer Kamera, die bei uns entwickelt worden ist, die schon auf der russischen Mission Mars 96 geflogen ist, leider in den Pazifik gefallen ist, nicht zum Mars gekommen ist, aber wir werden dann hochauflösende Bilder machen und werden wir noch genauer diese Phänomene untersuchen, die zur Beantwortung der Frage nach Leben wichtig sind, nämlich gab es mal einen Ozean. Man muss Küstenlinien sehen und bei der Auflösung, die die Kamera liefert, werden wir, weil die auch relativ global den Planeten dieser Auflösung abdeckt, werden wir auf Mars dann diese Phänomene untersuchen können, die Flussläufe, den möglichen Ozean, die Küstenlinien und was sich damals getan hat. Und wir schauen ja weit zurück und sehen Dinge, die vor Milliarden Jahren dort existiert haben, dort stattgefunden haben. Und das wesentliche Element für die Entwicklung von Leben, wie es die Biologen heute glauben, ich bin kein Biologe, aber das sind die Argumente, die ich immer höre, ist Wasser. Es muss längere Zeit muss stehendes Gewässer, also ein Ozean gewesen sein, denn auch auf der Erde hat sich das Leben nach unserem heutigen Wissen, Kenntnisstand, im Ozean, und zwar in der Tiefe entwickelt wahrscheinlich. Und das war wahrscheinlich, ist zwar umstritten, gibt andere Meinungen, aber es ist jedenfalls im Wasser. Und das bedeutet, Leben ist nur in Verbindung mit Wasser nach unserer Vorstellung möglich. Und wenn Mars Wasser in größeren Mengen längere Zeit, also mindestens einige hundert Millionen Jahre auf der Oberfläche hatte, und zwar in der Zeit, als das große Bombardement abgeklungen war, also vor 3,8 Milliarden, also jünger als 3,8 Milliarden Jahre vor unserer Zeit, wenn da noch Wasser war, dann ist die Chance doch relativ groß. Die NASA zeichnet sich ja nicht nur durch ihre historischen Höchstleistungen aus, sondern auch dadurch, dass sie immer wieder Gruppen hat, die ganz weit in die Zukunft denken. Gibt es in der NASA Gedanken dazu, irgendwann mal Menschen zum Mars zu bringen oder Stichwort Terraforming, aus dem Mars irgendwann mal eine neue Erde zu machen? Das sind sehr kleine Gruppen bei der NASA, die solche Unterfangen planen, die sich mit Fragen einer menschlichen Erkundung des Mars beschäftigen. Und dieses Interesse lag natürlich weitgehend an dem möglichen Leben in den Mars-Meteoriten. Ich will das nur ganz kurz kommentieren, weil Jackie hier von der Wahrscheinlichkeit gesprochen hat, dass es etwas hier gegeben haben mag. Wir wissen es nicht. Wir wissen ja nicht genau, wie Leben sich dort gebildet haben könnte, aber die besten Instrumente auf dem ganzen Planeten Erde sind auf einen Stein konzentriert gewesen und dennoch wird immer wieder hin und her diskutiert, was das Ganze bedeuten mag. Und das macht deutlich, wie schwierig das Problem ist, zu einem anderen Planeten zu fliegen und sich zu einigen, ob man Leben gefunden hat oder nicht. Wir können solche Ressourcen nicht einfach dorthin schicken. Es ist sehr wichtig, dass wir Proben mitbringen, zurückbringen und die dann auch wirklich intelligent und überlegt auswählen können. Wenn Menschen dort wären, hätten wir viel mehr Flexibilität bei der Erkundung. Wir wissen nicht, wann es passieren wird. Wenn es denn passieren wird eines Tages, dann wird das wahrscheinlich dann eine planetare Unternehmung sein. Seit der ersten Landung auf dem Mond träumt der Mensch ja auch davon, von Mondtourismus. Werden wir Otto-Normalverbraucher irgendwann in der Lage sein, so einfach mal übers Wochenende auf den Mond zu fliegen? Schließlich werden die Astronauten ja monatelang körperlich und auch psychisch auf einen solchen Einsatz vorbereitet. Aber es gibt natürlich Visionäre, die sich heute schon ein ganz bestimmtes Bild davon gemacht haben, wie so ein privater Mondtourismus eigentlich aussehen könnte. Die Zukunft des Tourismus liegt im All. Willkommen im Weltraumhotel. So sieht es zumindest der japanische Konzern Shimizu und wirbt mit diesem Comic für sein Hotel in der Erdumlaufbahn. Eröffnung im Jahr 2020, 450 Kilometer von der Erde entfernt. A space hotel in orbit some 450 kilometers above the surface of the Earth. 64 Gäste kommen mit einem regulären Raumflug von der Erde im Space Hotel an, so der japanische Werbespot. Gepäck braucht man nicht. Alles, was man sich wünscht, kann man mit einer Identitätskarte bestellen. Darauf sind alle persönlichen Daten gespeichert und damit wird auch abgebucht, denn auch in Zukunft muss man zahlen. Und natürlich tragen die Hotelgäste magnetische Schuhe, um in der Schwerelosigkeit nicht davonzuschweben. Now
This is something I really wanted to see. Das wollte ich schon immer mal sehen. Doch nach dem fantastischen Blick folgen die Tücken des Alltages. Oh, no. Relax, relax. Auch an die Entspannung ist gedacht. Der Weltraum bietet völlig neue Unterhaltungsmöglichkeiten. Spaceball. Nichts für einen schwachen Magen. Okay, everyone. Doch ansonsten, so die Werbemanager, ist eigentlich alles wie auf der Erde. Hotelzimmer, Hotelflure, Hotelservice. Nur der Preis ist etwas höher. Geplante Kosten für einen 5-Tage-Trip $100,000. The sensor on the door reads the ID card, identifies the guest and opens automatically. Immerhin inklusive Roboterbetreuung. Unbelievable. Just absolutely incredible. Yeah, out of this world. Human beings are so interesting. Und aus der Erdumlaufbahn geht's dann Richtung Mond. Das ist zwar noch utopischer als das Space Hotel, aber wenigstens gibt's dafür schon einen Reiseführer. Tja, also das wird ja vielleicht noch ein Weilchen dauern, Charles Duke. Also könnte ich denn nun beispielsweise so einfach von heute auf morgen mein Köfferlein packen und zum Mond fliegen? Ist das denkbar? I believe you could. Ich glaube schon, dass Sie das könnten. Sie sehen so aus, als würden Sie in Form bleiben, und man muss kein Supermann oder eine Superfrau zu sein, um als Astronaut arbeiten zu können. Wir haben sehr viel Jogging gemacht, auch Gewichtheben, und ernährten uns richtig in jener Zeit und waren trainiert, und das war es eigentlich auch schon. Und die Schwerkraft da oben ist eine tolle Sache. Das ist jetzt das körperliche Training, aber man wird ja mit Sicherheit auch psychologisch, mental auf so eine Unternehmung eingestimmt. Ja, bei uns war es natürlich so. Und das gehört auch zum Training. Wir waren Militärpiloten oder Testpiloten in den Apollo-Zeiten damals und waren auch entsprechend trainingsmotiviert, darauf eingestellt. Ich würde nicht sagen, dass wir psychologisch umfassend trainiert worden waren, aber die Arbeit im Simulator bereitete uns auf das vor, was wir dann erlebten. Wir waren an die engen Verhältnisse gewöhnt und das Training bereitete uns also umfassend auf das vor, was wir dann im Flug erlebten. Gibt es sowas wie einen Weltraumkoller? Menschen, die das aufgrund ihrer körperlichen Verfassung, für die das undenkbar wäre? No, I don't think so. Ich glaube eigentlich nicht. Euphoria that you have, perhaps a scuba dive, where you lose all beim Tauchen sense vielleicht mag man unter Umständen das Gefühl verlieren, zurückkehren zu müssen. Gut, der Mond ist eine tolle Sache, um mal da gewesen zu sein, aber lange da leben möchte ich eigentlich nicht, jedenfalls nicht unter den Apollo-Bedingungen von damals. Ich glaube also nicht, dass es da einen Magnetismus gibt. Man schaut in den Himmel vom Mond aus und sieht, wir sind verdammt weit von zu Hause weg. Das schießt einem durch den Kopf und dann hat man den Wunsch, nach Hause zu kommen, um diese Erfahrung mit der Familie zu teilen, mit allen anderen, die man gern hat und die man bei der NASA und überhaupt kennt. Sie sagten gerade, es gibt schönere Plätze, auf denen man vielleicht Urlaub oder gar leben möchte. Eine Welt voller Stille, also ohne Geräusche, ohne Luft, ohne Empfindungen. Ist er für mich jetzt sehr, sehr schwer vorzustellen. Beispielsweise auch die Farbe des Mondes. Ist das so realistisch, was wir hier in diesen Bildern sehen? Wie lässt sich die Farbe des Mondes beschreiben? Hauptsächlich grau. Einige weiße Steine dazwischen, dann auch schwarze Steine. Aber es war doch wirklich faszinierend an diesem Ort. Ich fühlte mich gleich zu Hause. Ich fühlte mich nicht irgendwie in Gefahr. Es lag über allem so eine gelassene Atmosphäre und das sprach mich sehr an. Und dann natürlich auch anders auf der Erde, nicht die Farben wie bei uns, sondern halt ein Grauton im Wesentlichen. Aber die Ausblicke, die Klarheit des Ganzen und der Umstand, dass man an einem Ort war, wo noch nie jemand sonst gewesen war, den noch nie jemand berührt hatte, das war unheimlich anziehend für mich. Und deshalb würde ich eigentlich ganz gerne mal wieder hin. Nochmal ganz kurz zurück zum Mondtourismus. Man muss ja schon bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also was ist denn beispielsweise bei einem Brillenträger? Was passiert denn dann?
There are astronauts today that wear glasses. Es gibt Astronauten, die Brillen tragen. Ich hatte damals keine Brille während meiner Trainingszeit, aber jetzt mit 63 ist es halt so, dass ich eine Brille trage. Aber ich bin eigentlich körperlich immer noch für den Weltraumflug geeignet. Es gibt auch Astronauten, die eine Brille tragen. Man sollte noch alle Extremitäten haben und recht gesund sein, aber Brillen sind ja eigentlich kein Problem. Wenn man jetzt den Blick dann auf die Erde genießen darf, diesen großen hellblauen Diamant im Universum, sage ich jetzt mal, lässt sich das irgendwie beschreiben, ein solches Gefühl? You can't, the pictures that we sent back do not capture die Bilder, die wir zurückgeschickt haben, können nicht die Gefühle vermitteln, die man erlebt, wenn man dorthin schaut, wenn man aus dem Fenster des Raumschiffes hinausblickt und die Rundung der Erde erblickt. Es kommen dann Gefühle auf, es sind Empfindungen damit verbunden, wenn man das wirklich selbst sehen kann, dass ein Bild das nicht vermitteln kann. Und es ist für mich auch sehr schwer, das in Worte zu fassen. Das war wirklich ein Juwel vor der Schwärze des Hintergrunds des Weltalls. Wir haben hier die Sterne, die hinter der Erde sichtbar sind. Das war aber da nicht so. Die Sonne schien und man sieht dann die Sterne nicht. Man sieht die Erde und den Mond. Und das ist sehr schwer, das auf einem Foto wiederzugeben, obwohl wir gute Fotos gemacht haben. Gut, wenn man nun zum Mond fahren möchte, dann sollte man sich ja auch tunlichst erstmal darüber informieren, wem denn nun eigentlich der Mond gehört. Denn das ist in jedem Falle eine Frage der Betrachtung. Der Blick nach oben kann viele Gründe haben. Romantische, wissenschaftliche und auch juristische. Wem gehört eigentlich der Mond? Zumindest nicht dem amerikanischen Volk. Und das, obwohl die Astronauten schon bei der ersten Mondlandung nichts Eiligeres zu tun hatten, als das Sternenbanner in den Mondboden zu rammen. Völkerrechtlich, so hieß es schon damals, gehört der Mond der ganzen Menschheit. Und so sollte es auch bleiben. Doch es gibt jemanden, der sieht das ganz anders. Ein kleiner Flugplatz in Rio Vista, Kalifornien. Sitz der Lunar Embassy, der Botschaft des Mondes. Der Botschafter holt gerade Kaffee. Dennis Hope hatte 1980 die Idee seines Lebens. Er fragte sich, wem gehört der Mond, ging zum Grundbuchamt von San Francisco und meldete gleich Besitzansprüche auf das ganze Sonnensystem an. Seitdem klingelt die Kasse. Nach amerikanischem Recht sieht sich Dennis Hope als legaler Besitzer von insgesamt 8 Planeten und 61 Monden. Darunter eben auch unserer. Und was macht man mit so viel Land? Man verkauft es. Seit über 10 Jahren ist Dennis Hope nun Grundstücksmakler in eigener Sache. Und die Nachfrage ist enorm, weltweit. Jeden Tag gehen 70 bis 100 Umschläge mit Besitzurkunden zur Post. Ein Grundstück auf dem Mond, das hat was. Wir machen das alles hier in einer eher humorvollen Art, aber ich nehme die Tatsache sehr ernst, dass mir wirklich das Eigentum übertragen wurde und mir der Mond gehört. Ich teile dieses Eigentum aber gerne mit der ganzen Welt, auf eine sehr preiswerte Weise. Für wenig Geld ein großes Stück Land. In deutschen Maßen sind das etwa 455 Hektar für $15.99 plus $1.16 Mondsteuer. Wir haben also auf der einen Seite Spaß und ermöglichen auf der anderen Seite den Erdenbürgern ein Stück der Zukunft zu kaufen. Natürlich gibt es Neider. Trotz US-Flagge auf dem Mond sei das Völkerrecht eindeutig, sagen manche Juristen. Der Mond gehöre niemandem. Und wenn doch, dann eben der ganzen Menschheit. Dennis Hope kann das egal sein. Er hat die sichtbare Seite des Mondes in 3 Millionen Grundstücke aufgeteilt, die er nach und nach verkaufen will. Auch wenn dort die Uhren anders gehen. Die fernen Monde von Saturn und Jupiter verkaufen sich eher schlecht. Auch Venus-Grundstücke sind noch nicht der Renner. Am besten läuft eben immer noch der Mond. Den kann man sehen und wer will, kann jetzt schon bereits dorthin auswandern. Niemand darf sich ein Grundstück aussuchen. Wir verteilen sie nach dem Zufallsprinzip.
Wenn ein Gebiet ausverkauft ist, gehen wir zu einem anderen. Also, der Krater Archimedes ist ausverkauft, ebenso wie Copernicus und andere. Unsere erste Mondstadt, 200 Grundstücke auf einmal für $4,500, hat eine Firma hier in der Stadt gekauft. Sie liegt in einem Gebiet in der Nähe der Landestelle von Apollo 11. Dennis Hope kann sie zwar nicht zum Mond fliegen, aber er verkauft ihnen gerne einen Landeplatz. Das tut er ja bereits so ausgiebig, dass er mit Leichtigkeit seinem größten Hobby frönen kann. Und wenn die NASA oder sonst wer mal eine Mondstation bauen sollte, dann werden, da ist sich Dennis Hope sicher, die Besitzer dieses Grundstücks mit ihren Urkunden winken und lauthals verkünden: Dieses Land gehört mir. Ich habe es gekauft vom Mann, dem der Mond gehört. Tja, eine bessere Idee wird wahrscheinlich noch sein, die verkauften Grundstücke entweder nochmal zu verkaufen oder sie gleich zu vermieten. Und Gott sei Dank hat der Herr Hope ja nur die Sonnenseite des Mondes sich ausgeguckt, um sie zu verscherbeln. Es bleibt ja immerhin noch die Rückseite des Mondes übrig, an der man dann auch Wissenschaft machen kann. Meine Herren, was für ein Resümee kann man eigentlich ziehen? Wir haben jetzt 30 Jahre zwischen uns und Apollo 11. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Professor Neukomm. Was ist bei Apollo für Sie als Wissenschaftler, für Sie als Mensch, was ist übrig geblieben? Was würden Sie sagen, was das für ein Ding war? Apollo? Es war eine ganz großartige Zeit, wenn ich so zurückblicke. Ich habe ja selber jahrelang Mondgesteine untersucht und rückblickend, es war eine ganz großartige Zeit. Wir haben zum ersten Mal einen fremden Himmelskörper in einigem Detail untersuchen können. Denn vorher gab es ja nur Meteorite, die von weiter weg kamen. Und hier haben wir den Mond untersucht, und zwar noch als Nachbarn der Erde. Ja, ist ja ein Doppelplanetensystem, hat auch Bezug zur Erde direkt, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und haben zum ersten Mal Einblick in den Aufbau eines anderen Planeten bekommen. Vorher hat man nur mit Fernrohren hinschauen können. Mhm. Ja. Und die Oberflächen sehen können. Hier aber war das anders. Man hat es in der Hand gehabt. Man hat es im Labor untersuchen können. Man hat Messungen auf dem Planeten gemacht. Man hat Messungen aus dem Orbit gemacht, aus Umlaufbahnen, Fotografien und so weiter. Also sehr genau vermessen können. Und das ist im Prinzip auch der Beginn der Planetenforschung, der eigentlichen Planetenforschung im engeren Sinne. Mhm. Und man darf nicht vergessen, es wird ja immer wieder gesagt, das war eine politische Geschichte. Selbstverständlich war es im Ansatz politisch. Ost gegen West, ganz klar. Aber man darf nicht vergessen, dass was wissenschaftlich rauskam, es war ganz enorm. Ich war selber im Lunar Receiving Lab und hatte auch Gelegenheit dabei zu sein, wie man mit den Astronauten gesprochen hat. Die waren ja trainiert, die waren geologisch trainiert und die haben eine Rückkopplung mit der Erde gehabt. Man hat also das sehr, sehr intensiv betrieben, und das ist mit Menschen eben ganz anders zu machen als mit Robotern. Und die Ergebnisse waren, es war alles dokumentiert, die einzelnen Steine, die zur Erde zurückkamen, wurden ja fotografiert, waren dokumentiert, wie sie gelegen waren und so weiter. Man kann sie sehr, sehr genau untersuchen. Und das war ganz faszinierend. Und das wurde damit also ein Himmelskörper, ein Endglied der terrestrischen Planetenfamilie, der kleinste des terrestrischen Planeten. Man darf nicht vergessen, der Mond ist zwar ein Trabant der Erde, aber es ist eigentlich ein Planet. Ja. Ja. Wurde damit untersucht, und so hat man das Fundament, Erde hier, Mond dort, im Sinne der vergleichenden Planetologie, der Untersuchung der Planeten allgemein gelegt und eine neue Disziplin eröffnet und die Grundlage auch gelegt, auch für, sagen wir mal, die Untersuchung der Planeten allgemein. Und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass auch Viking und Voyager, so wahrscheinlich, also die unbemannten Missionen zum Mars oder ins äußere Sonnensystem, Jupiter, Saturn, ohne Apollo wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Das war die Triebkraft. Ja, hier hat man also etwas ganz Gewaltiges umgesetzt, das dann andere Dinge nachgebracht hat. Und in Amerika sieht man auch, wenn man die Disziplin betrachtet, in Amerika ist das alles viel stärker als in Europa. Da haben wir noch einen großen Nachholbedarf. Und ich hoffe, das kommt auch dazu. War Apollo die Hochzeit von NASA? War es das Beste?
Professor Neukomm hat das schon sehr detailliert beschrieben. Er hat die gewaltigen wissenschaftlichen Auswirkungen von Apollo beschrieben. Man kann das natürlich auch politisch betrachten, ohne von Wissenschaft zu sprechen. Man kann die Technologie sehen, ohne die Politik anzusprechen. Man kann das als Übung im Management betrachten, ohne die Technik zu besprechen. Und man kann auch die kulturellen Auswirkungen nehmen und das Management ausblenden. Das geht alles. Das ist also eine gewaltige Präsenz für uns alle in der westlichen Kultur, die dort stattgefunden hat. Dennoch ist es eine Anomalie. So hätte es eigentlich nicht geschehen dürfen. Das hätte eigentlich von der Logik her so nicht kommen dürfen. Es hat ganz einfach eine Änderung bewirkt. Es hat uns anders denken lassen von der Erde und hat auch den Menschen den Blick auf das übrige Sonnensystem eröffnet, auch wenn man das vielleicht im politischen Prozess nicht so ausdrücklich sieht. Wenn man die Medien nimmt und den Ausdruck im Gesicht von Schulkindern, dann sieht man, dass man das Ganze als real, als etwas tatsächlich Zutragendes betrachtet. Und das ist die nächste Generation. Und ich glaube, dass Apollo Spuren hinterlassen wird, gewissermaßen genetisch, wenn auch nicht unbedingt in direkter politischer Folge. Charles Duke, Professor Neukomm hat gerade schon differenziert nun zwischen bemannter und unbemannter Raumfahrt, hat auch irgendwie herausgearbeitet, dass nun wirklich der Mensch an sich da wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element auch bei ist. Damals hatte man ja eher den Eindruck, dass der Mensch, also auch die Astronauten eher so der Technik hinterherarbeiten mussten. Das war ein großer Anspruch, zu sagen, so gut zu sein wie die Vorgaben, die nun irgendwie von der Technik gemacht wurden. Hat sich das geändert mittlerweile? Nein, im Grunde müssen die Astronauten heute natürlich gut sein, qualifiziert sein, die Sache bringen. Es ist möglicherweise schwieriger, heute Astronaut zu werden, als in der Zeit, als wir für Apollo trainieren mussten. Ich glaube an ein Gleichgewicht in unseren Weltraumprogrammen zwischen unbemannt und bemannt. Manche Dinge können wir unbemannt mit Robotern hinbekommen. Das können wir mit Menschen heute noch nicht schaffen. Aber die Dinge, die Menschen bewirken, sind etwas anderes. Und die Menschen werden den Robotern auch ins tiefe Weltall wohl irgendwann mal folgen können. Apollo war ein Triumph der Technik und sicherlich auch ein wissenschaftlicher Durchbruch. Daneben aber war das, wie Wendell gesagt hat, aber auch ein Ausdruck des menschlichen Geistes, ein Triumph des menschlichen Geistes. Mein Vater war 65, als ich auf dem Mond landete. Mein jüngster Sohn war 5. Mein Vater konnte nicht glauben, dass sein Sohn auf dem Mond gewesen war. Mein 5-Jähriger dachte sich nicht viel dabei. Er hielt das nicht für etwas sonderlich Besonderes. Er war ganz einfach damit aufgewachsen. Das war seine Welt. Menschen laufen halt auf dem Mond herum. Und seine Generation und die Generation meiner Enkelkinder kann weiterblicken, schaut in das Weltall hinein, von einem Berg hinab, den wir erklommen haben. Von dort aus blickt man weiter. Und das ist schön an Apollo. Professor Geis, es gibt Leute, die behaupten, dass eigentlich schon ein halbes Jahr, bevor die Apollo-Astronauten gelandet sind, nämlich im Dezember 1968, der ganz wesentliche Durchbruch war. Die Apollo-8-Astronauten, die zum ersten Mal wirklich das schwere Feld der Erde verlassen haben und dann, das waren die ersten Menschen, die die Erde als Ganzes gesehen haben. Und es gibt Leute, die behaupten, das wäre der Beginn der ökologischen Bewegung auf unserem Planeten gewesen, weil zum ersten Mal klar wurde, wir leben alle in einem Boot und wir sollten zusehen, dass wir dieses Boot nicht allzu sehr beschädigen. Wie sehr haben denn die Erkenntnisse von Apollo dazu geführt, dass wir selber, wir Erdlinge, ein bisschen besser über uns nachdenken können? Wenn Sie das so im Rückgriff sehen. Ja, also Apollo 8, das war die erste Umrundung des Mondes mit Menschen, hat ja die ersten wunderschönen Bilder aus der Ferne. Ja. Das sind bis heute die schönsten Bilder, weil man mit den erdnahen Satelliten hat man auch schöne Bilder, aber sie sind immer perspektivisch. Mhm. Das ist aus der Ferne gesehen, auch die Einsamkeit der Erde im Weltraum. Ja. Und das hat offenbar doch... Wir alle wussten das, nicht? Aber gesehen ist etwas anderes als gewusst. Ja. Und das hat doch einen großen Einfluss gemacht. Dieses Stichwort vom Planet Erde, das stammt von damals. Mhm. Und ich möchte auch noch sagen, das Zweite ist dann doch, also für mich persönlich ist doch der erste Schritt auf dem Mond noch das Wichtigere. Mhm. Und zwar ist es eben so, wenn man gerade von Charles Duke seine Reiseerlebnisse danach kontrolliert. Wir haben heute darüber gesprochen. Sie sind mit diesem Auto 25 Kilometer weit gefahren und haben
wie die professionellen Geologen diese nicht nur Steine aufgesammelt, sondern kartiert, genau dokumentiert und so weiter, was ein Geologe nicht besser machen könnte. Und deshalb ist es für mich so, bei der Exploration von Planeten ist ein, sogar auf der wissenschaftlichen Seite, doch ein Unterschied, ob Menschen dabei sind oder Roboter. Mhm. Da wird immer ein Vorsprung bleiben. Es muss natürlich so sein, dass die Menschen sicher fahren und dass sie auch genug Zeit und Ruhe haben, Wissenschaft zu treiben. Das wird immer ein Unterschied bleiben. Das war letztes Wort. Wir haben sehr viel über die Erde gelernt. Das wurde schon mehrfach gesagt. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Damals haben wir alle in unseren Labors neue Instrumente entwickelt, die dann erst kurioserweise nachher der Erdwissenschaft auf der Erde zugute kamen. Es gab Steine, den einen Stein, den ich gezeigt habe, dieser Apollo-11-Stein, der wurde besser untersucht, als jemals ein Stein, ein irdischer Stein vorher untersucht worden war, weil sich alles darauf stürzte und mit den besten Mitteln arbeitet. Ja. Also methodisch hat die Erdwissenschaft auch sehr viel daran gewonnen. Professor Neukomm, der Mond, er wird ja von uns Menschen auch gerne immer mystifiziert, er wird besungen, er wird verklärt, er wird romantisiert. Sie sind Wissenschaftler. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, was ist dran an subjektiven Empfindungen, was Mondeinflüsse angeht. Aber hängt das vielleicht, diese Verklärung, auch ein bisschen damit zusammen, dass wir, wenn auch nur intuitiv, spüren, dass unsere Existenz ohne den Mond eventuell nicht möglich oder zumindest erschwert wäre? Das ist schwer zu sagen. Jeder Mensch hat wahrscheinlich seine eigenen Gefühle, wenn er den Mond am Himmel sieht. Ist jedenfalls eindrucksvoll, vor allem bei Vollmond, ganz klar, und er wirkt auf den Menschen. Ich kann mich dem auch nicht entziehen. Ich habe ein bisschen anderes Verhältnis zum Mond inzwischen. Wenn ich den Mond sehe, ich habe ja Mondgestein untersucht und auf den Mond geschaut, ja, per Bildauswertung zum Beispiel. Apollo hat ja mit den Kameras, den metrischen Kameras im Orbit, hervorragende Bilder auch gemacht. Ja. Und wir haben in den robotischen Missionen später den Mond auch spektral vermessen, die Zusammensetzung des Oberflächengesteine, also nach Apollo. Und wenn ich den Mond sehe, vor allem aus Apollo-Zeit heraus, sehe ich ihn als meinen Mond. Ja. Und meine Frau hat auch eine, sie war ja sehr eng mit mir verbunden, wir waren damals in den USA, ein halbes Jahr lang habe ich in einem Receiving Lab Mond Apollo 16 Gestein untersucht. Und das hat uns geprägt, beide geprägt. Das war auch ein Entwicklungsschritt in der eigenen Karriere. Und abends geht der Mond auf, wenn wir zusammen sind, aha, mein Mond. Also die Nacht der Mondlandung hier im BDR ist ja auch, steht ja auch in ganz, ganz enger Verbindung noch zu einem weiteren zauberhaften Erlebnis dieser Nacht. Damals wurde Dr. Günther Siefert ein Telegramm in die Sendung gereicht. Ein Kölner Gastronom hatte angeboten, 1000 D-Mark, hatte ausgelobt, 1000 D-Mark für das Kind, das in der Nacht der Mondlandung geboren würde. Sie ist schneller gewesen als Neil Armstrong, ganze 4 Minuten. Aber wir wollen uns jetzt kurz dieses Ereignis nochmal ins Bewusstsein rufen, denn Günther Siefert hat sich auch in diesem Moment kein bisschen irritieren lassen. Das Bein der Mondfähre, auf das Armstrong zunächst treten wird, liegt im Mondschatten. Es ist dort also sehr dunkel. Und Armstrong sagte, wenn wir aber dann die Kamera woanders hinnehmen und woanders hinrichten, dann ist zu erwarten, dass die Qualität der Bilder besser wird. Dafür aber ist die Verbindung auf der Erde nach wie vor sehr gut. Wir bekommen eben ein Telegramm aus einer Gaststätte in Köln. Auch dort sitzt man noch vor dem Fernsehgerät. Der Inhalt des Telegramms: dem Erdenbürger, der etwa zur selben Minute in Köln geboren wird, wie die Lunonauten von Apollo 11 den Mond betreten, überreiche ich zur Starthilfe auf der alten Welt einen Betrag von 1000 Mark. Also, lieber Erdenbürger, noch eine Weile warten. Was gibt es sonst noch Neues? Ja, es gibt gar nichts Neues, aber was Altes, nämlich das Telegramm, das wir damals vor 30 Jahren in diesem Studio, in dem Sonderstudio Apollo, bekommen haben. Und ich möchte es jetzt demjenigen überreichen, der damals ein Mondbaby war und inzwischen eine junge Dame. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dazu... Und da ist der Westdeutsche Rundfunk über seinen Schatten gesprungen, hat ihnen gleich auch noch ein Grundstück auf dem Mond gekauft. Übrigens, sonnige Lage, ist garantiert. Ich muss Sie nur in einem Punkt enttäuschen. Es wächst überhaupt nichts dort. Dort gibt es keinen Regen, dort gibt es kein Eis, kein Rasen, kein Unkraut. Aber das Problem werden Sie in den nächsten 30 Jahren bewältigen. Bitte schön. Dankeschön.
herzlich willkommen, Irene Luna Meyer. Die Mama haben wir auch mitgebracht. Das geben wir jetzt ganz kurz dem Herrn Siefahrt nochmal, denn wir haben ja eine Geburtstagstorte für Sie und da müssen wir jetzt, das bringt Glück, die Kerzen ausblasen. Ja. Kommen Sie mit nach vorne. Wo haben wir jetzt die Mama gelassen? Da kommen Sie doch ein bisschen zu uns. Schließlich haben Sie mit Sicherheit ja die konkreteren Erinnerungen an jene Nacht. Ließ sich da überhaupt ein Arzt finden? War im Krankenhaus alles normal oder war man sich dessen noch gar nicht bewusst, dass hier das erste... Nein, sie schliefen alle da. Und wir Sie schliefen alle. Wir mussten schellen, damit wir überhaupt reinkamen und es war sehr... Es ging alles sehr schnell dann. Irene, haben Sie eine besondere Beziehung? Sie tragen auch den Namen Luna. Ja. Besondere Beziehung zum Mond? Sind Sie vielleicht mondsüchtig? Mondsüchtig, leider nicht. Mhm. Leider nicht, aber... Jetzt ganz schnell die Kerzen ausblasen, was wünschen, nicht verraten. Dann geht's auch in Erfüllung. Okay. Es gibt ja Menschen, die dem Aberglauben ein bisschen zugetan sind. Und nochmal. Feste. Feste. Noch eine haben wir noch. Eine haben wir noch vergessen. So, dann müssen wir natürlich dieses freudige Ereignis auch entsprechend begießen. Ich darf Ihnen gleich mal ein Gläschen hier rüberreichen auf das Mondbaby. Werden Sie denn oft angesprochen auf den Namen Luna? Ab und zu schon, ja. Oder wenn ich den Namen erwähne, dann sagt man so, eigentlich ein sehr hübscher Name. Und der ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ne? Ja, kann komm, man mal, sagen. Komm mal rüber, dann sieht man dich nicht nur vom Hintern. Okay, ja. Sie sollte ja eigentlich Apollonia heißen, aber das wollten wir doch nicht. Luna finde ich sehr schöner, weil es Luna der Mond ist. Ja. Das ist ja damals so eine andere Zeit gewesen. Also da waren die Medien auch noch ein bisschen anders strukturiert. Mhm. Das heißt, sie wurden nicht gleich am nächsten Tag irgendwie hier von Reportermassen. Nein, im Krankenhaus. Im Krankenhaus wurde mir dann gesagt, ich habe das Mondbaby geboren. Ja, das war's, ja. Haben Sie denn den Scheck überhaupt erhalten? Ja. Den habe ich erhalten. Haben ja, und was haben Sie gemacht mit den 1000 Mark? Erstmal angelegt. Und hat sich das schon, das hat sich also dann, ist ja 30 Jahre her, da muss ja ganz schön was draus geworden. Das heißt, Sie könnten vielleicht Ihr Mondgrundstück vielleicht sogar noch vergrößern. Ne? Vielleicht. So in die Schattenseite gehen, dass man sich auch mal ein bisschen in den Schatten legen kann und nicht nur in der prallen Sonne liegen muss, auf diesem Felsengestein da oben. Ja. Und nachgucken, ob die Fußspuren noch da sind. Ja. Ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir treffen uns alles zum gut. 60. wieder. Vielen Dank auch an unsere Gäste, tollen, interessanten Gäste. Wir werden heute Nacht, wo sind wir? Hier sind wir. Wir werden bis 5 Uhr früh für Sie zu Hause nochmal die Stimmung jener Nacht ins Wohnzimmer bringen. Es sind teils verwackelte Bilder, unscharfe Bilder, aber Sie haben bis zum heutigen Tag nichts von Ihrer Faszination verloren. Harald, möchtest du jetzt immer noch zum Mond fahren? Heute Nacht nicht. Heute Nacht werde ich erstmal diese Sendung nochmal angucken und mich an meine roten Ohren und an meine roten Wangen erinnern. Und vielleicht fliegt mein Sohn ja zum Mond irgendwann. Mal gucken, ob die Tradition in meiner Familie der Mondsucht da oben hinzukommen so bleibt. Aber auf jeden Fall, bitte bleiben Sie dran. Cheers. Fill my heart with song. Let me sing.